Das neue ChatGPT-Modell stellt nochmal alles auf den Kopf. Im Moment explodieren gerade zwei KI-Trends auf Social Media. Die sogenannten Starter Packs, wo Persönlichkeiten mit ihren Accessoires als Actionfiguren dargestellt werden, und Bilder im Stil vom japanischen Animationsstudio Ghibli. Hinter diesen Trends versteckt sich GPT-4o und eine neue Technologie, die Textdarstellung und Bildbearbeitung ganz einfach via Prompt möglich macht. Multimodalität. In diesem Video schauen wir zusammen an, was so multimodale Modelle können, wie man sie braucht und wo ihre Grenzen liegen. Wie funktioniert multimodale KI? Stell dir vor, es gibt eine Spitzenköchin, die im Kühlschrank Gemüse, Fleisch und Milchprodukte versorgt hat. Für einen Mehrgänger nimmt sie von all dem etwas und zaubert daraus ein super feines Menü. Multimodale KI funktioniert ähnlich. Anstatt Zutaten hat sie Bild und Text im gleichen Kühlschrankfach. Das Wort «Katz» und ein Foto von einer Katz liegen dort nebeneinander. Wenn man später etwas fragt wie «Eine Katze, die Geige spielt», kombiniert das Modell die Form von Katz und der Geige gerade zusammen und bastelt daraus ein passendes Resultat. Einfach gesagt, die multimodale KI versteht den Zusammenhang zwischen Bild und Text viel, viel besser als reine Text- oder Bild-KIs. Technisch läuft das mit einem sogenannten Transformer-Modell. Das wandelt Text und Bild in Zahlen um und bringt sie in eine gemeinsame Bedeutungswelt. Wenn dann ein Bild generiert werden soll, kommt der autoregressive Decoder zum Zug. Der baut das Bild Schritt für Schritt auf und jedes neue Teil orientiert sich am Teil von vorher. So passt zum Schluss alles perfekt zusammen. Genau so, wie es der Prompt verlangt hat. Welche multimodale KIs gibt es? Zurzeit stehen drei multimodale KI-Tools im Fokus. GPT-4o von OpenAI verarbeitet Bilder und Text fast in Echtzeit. Es setzt den Schwerpunkt auf dem Bildverständnis, kann auf Wunsch via Sprachmodus mit dir reden und ist für die KI-Bildtrends verantwortlich. Gemini 2.0 Flash von Google setzt voll auf Tempo. Es ist schon in Android, in der Google-Suche und in YouTube-Tools verbaut und reagiert schnell, wenn du etwas nachlieferst oder mehr wissen willst. Claude 3 von Anthropic kann ganze PDFs, Tabellen und Präsentationen auf einmal lesen und verspricht dabei, dass deine Chat-Inhalte nicht für Trainings gebraucht werden. Auch zum Programmieren ist Claude sehr beliebt. Alle drei können also mehrere Medien verarbeiten, aber setzen unterschiedliche Schwerpunkte in der Umsetzung. GPT-4o in der Praxis. Testen wir das doch gerade mal in der Praxis am Beispiel von GPT-4o. Übrigens, GPT-4o ist mit gewissen Begrenzungen auch gratis auf chatgpt.com verfügbar. Also kannst du auch gerade hier mitmachen. KI soll mir doch gerade bei der Geschichte helfen. Mach mir ein Beispiel einer Comicgeschichte, die ich in drei Bildern erzählen kann. Super, nehmen wir. Aber um es noch etwas persönlicher zu machen, lasse ich ein Foto von mir auf. Kleiner Disclaimer, denk dran, lasse nur Bilder auf, egal ob von dir oder von anderen, wo du die Erlaubnis dafür hast. Und sonst auf Social Media wirst teilen. Mach die Story im Comic-Style mit mir als Charakter. Nice! Bis auf zwei, drei kleine Details sieht es wirklich schon super aus. Jetzt kann ich noch mit weiteren Prompts Anpassungen machen, bis mein Comic so ist, wie ich es will. Was es wirklich genial macht, ist das Gesprächsprinzip. Nach jedem Prompt kann ich Rückfragen stellen oder etwas korrigieren. Und KI weiss noch genau, was wir vorher beredet haben. Trotzdem ist es hilfreich, das Grundgerüst der Prompting-Regel aus der KI-Bildwelt beizubehalten. Willst du mehr über das Prompt erfahren? Den Link zu diesem Video findest du in der Beschreibung. Stärken und Schwächen. Der grösste Vorteil ist, wie genau GPT-4o auf Prompts reagiert. Schrift, Layout und Farbwünsche setzt es oft gerade so um, wie man es will. Und Änderungen kannst du mit einem einzigen Satz einbringen. Bilder und Figuren bleiben zudem über mehrere Szenen konsistent. Etwas, das klassische Diffusionsmodelle nur mit viel Aufwand herbringen. Gleich gibt es auch Schwächen. Bei realistischen Bildern ohne Text sind klassische Bildmodelle, wie z.B. Midjourney, zum Teil noch besser.
OpenAI sagt selber, dass GPT-4o hier und da Bildränder abschneidet oder sehr kleine Schriften nicht ganz scharf macht. Und diese Art von Bildgenerierung braucht mehr Rechenleistung und viel mehr Energie. Darum geht es länger, bis dein Bild fertig ist. Datenschutz. Was Daten betrifft, ist ChatGPT ein bisschen wie ein soziales Netzwerk. Alles, was du eingibst, egal ob du gratis oder die Zahlversion brauchst, kann standardmässig für das Training verwendet werden. Im Menü unter Einstellungen, Datenkontrolle findest du den Schalter Modellverbesserung. Erst wenn du den ausschaltest, werden deine neuen Chats nicht mehr für das Training gebraucht. Wir empfehlen trotzdem, lass nur die Bilder und Infos auf, die du in einem sozialen Netzwerk stellen. Multimodale KIs sind die nächste Generation von der generativen KI. Probier es selber aus. Und wenn du noch mehr Tipps rund um KI willst, dann schau doch mal in die neuen Inhalte auf Swisscom Campus. Die Links dazu findest du in der Beschreibung. Ich bin Marcel und wünsche dir viel Spass beim Prompten.